EA Sports. It's in the game. Hallo und willkommen zurück bei FIFA 17, meine Freunde. Und wie ihr seht, bin ich mal wieder im Costing-Menü, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich habe hier schon ein paar Spieler zum Beobachten, aktiviert, sage ich jetzt mal. Weil es gab nämlich ein paar neue Spieler, die es zu beobachten gilt. Denn wir wollen ja nach wie vor im Sommer auf jeden Fall den ein oder anderen Innenverteidiger für uns gewinnen. Und da sind ein paar nette Namen dabei, die ich gar nicht so auf dem Tablet hatte. Und es gibt auch deutsche Spieler, die in England spielen, von denen man hier gar nichts hört. Das ist echt faszinierend. Oh, Sarr, der sagt mir da was. Den können wir mal beobachten. Schauen wir mal. Florentin Pogba, ja, das ist einer, der, auf den können wir uns vielleicht freuen. Okay, wir haben jetzt mal ein paar wieder auf der Liste, die wir beobachten. Und die Saison geht für uns weiter. Es geht als nächstes gegen Augsburg. Und zu dieser Mannschaft kann man so einiges sagen. Denn die haben momentan wirklich eine schlechte Phase, auch wenn sie das letzte Spiel gewonnen haben. Aber 4 Pleiten davor, das ist schon heftig. Und wir haben natürlich einen Lauf momentan. Wir sind ja richtig drauf und dran, die Champions League für uns zu entscheiden, nachdem die Hinrunde ja eher durchwachsen lief und wir so nur so an den internationalen Plätzen geschnuppert haben, sind wir jetzt doch auf gutem Wege, die Champions League am Ende für uns zu erreichen. Aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, das wird relativ knapp. Es gibt schon Mannschaften mit 31 Spielen, mit Ingolstadt und Leipzig da unten. Das sehen wir jetzt gerade schon. Für Leipzig wird es immer schwerer, das Ziel zu erreichen. Ich guck mal eben, ob einmal das Spiel hier irgendwo stehen, rein zufällig. Ingolstadt-Leipzig, ja, 1-1. Ja. Für Leipzig wäre natürlich ein Sieg perfekt gewesen. Leider gab es den heute nicht für die. Schauen wir mal einfach weiter, was als nächstes passiert. Für uns geht es jetzt erstmal gegen den FC Augsburg, die auch ziemlich weit da unten stehen und aufpassen müssen, nicht in den Abstiegstrudel zu geraten. So, aber da das letzte Spiel relativ kurz her ist, nämlich das Pokalspiel, das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, müssen wir jetzt mal ein wenig auf unsere Ersatzbank oder unsere Ersatzspieler zurückgreifen und dementsprechend mal den einen oder anderen Spieler spielen lassen, die wir schon länger nicht mehr haben spielen lassen. Etwas, was nächstes Jahr nur noch mehr gefördert werden muss von uns. Da wird sich so einiges bei uns ändern. Da werde ich wohl einiges transferieren. Ob das dem einen oder anderen gefällt, ich weiß es noch nicht. Für mich wird es auf jeden Fall schwierig. Adler sind wir dann ja auch los. Der wird gar nicht mehr für uns auflaufen. Ich würde sagen, wir lassen unsere Mannschaft mal so spielen, wie sie jetzt da steht. Auf jeden Fall mussten wir ein bisschen durchwechseln. Die anderen Spiele, Bremen gegen Berlin, Darmstadt empfängt Freiburg, Dortmund zu Hause gegen Köln und Hoffenheim gegen Frankfurt. Ja, die echte Bundesliga, die ist ja mittlerweile jetzt in der Winterpause. Also sprich, bald können wir wieder über ganz viel Transfers reden, so wie es aussieht. Denn die Transferperiode geht ja dann wieder mal los, die Wintertransferperiode. Ich bin mal gespannt, was da alles auf uns warten wird. Aber nun erst einmal. Oh, da, ihr hört schon wieder. Ich habe schon wieder was vergessen auszuschalten. Es ist faszinierend in letzter Zeit. Es wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr passieren, da the Journey bei mir beendet ist. So. Augsburg gegen Hamburg in Augsburg. Unsere Mannschaft, die wir in FIFA 16 ja richtig intensiv gespielt haben. Ihr erinnert euch ganz bestimmt an diese Zeit. Während wir hier so langsam aber sicher auf das Saisonfinale zugehen. Spieltag 31 ist es ja eigentlich. Wir haben ja ein Spiel weniger, weil das Spiel gegen Darmstadt verschoben wurde. Wenn man sich so die Statistiken der Augsburger so anschaut, 7 Siege nur, 12 Pleiten. Es ist natürlich schon hart,
stehen jetzt hier nicht drauf auf dem Tableau. Naja, schauen wir einfach mal, was für uns hier heute bei rumspringt. Der HSV mit dem Anstoß. Und dann mal los hier. Attacke, sage ich dazu nur. Denn ein weiterer Sieg würde unserer Mannschaft natürlich enorm gut tun. In Sachen Champions League nächstes Jahr. Ich würde wirklich zu gerne die direkte Qualifikation zur Champions League erreichen, also ohne die Playoffs. Es würde uns zumindest das ein oder andere erleichtern. Was der ein oder andere vielleicht auch schon mitbekommen hat, jetzt sind wir in der realen Bundesliga wieder, was die Transfers angeht. Die Bayern wollen bei Hoffenheim wildern, was ich nicht so geil finde, wenn ich ehrlich bin. Also da übertreiben sie es ein bisschen. Ein Spieler hätte ich ja verstanden, aber direkt zwei Spieler zu holen von einer Mannschaft, die eigentlich relativ stark ist, also dieses Jahr zumindest, finde ich dann doch ein bisschen heftig. Und hier erstmal eine dicke Chance für uns. Heieiei, schade. Wäre ein schönes Tor gewesen von Joshua Kimmich. Schauen wir nochmal drauf. Bevor ich weiterrede. Wäre ein geiles Tor gewesen, auf alle Fälle. Naja, schade, leider kein Tor. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, wenn man zwei große Säulen halt eines Vereines wegkauft, dann haben Mannschaften grundsätzlich Probleme. Ich erinnere an die Saison, wo auf einmal Marco Reus und Dante von Gladbach weggekauft wurden. Das darauffolgende Jahr war die reinste Katastrophe für Gladbach. Also sind, glaube ich, in dem Jahr praktisch fast abgestiegen. Und das fand ich dann schon ziemlich heftig, nachdem die so ein starkes Jahr gespielt hatten. Ich hoffe einfach mal, dass es mit Hoffenheim nicht passiert. Man kann zu Hoffenheim stehen, wie man will. Klar, die einen wollen die lieber wieder unten sehen, genauso wie RB Leipzig und Wolfsburg und, naja, ihr wisst schon, Werksvereine, Tradition und bla und blub. Das Thema wird wohl, glaube ich, niemals aus den Köpfen gehen. Nur die Feindmannschaften, die Nummer 1 Feindmannschaften, die, naja, die wechseln hier und da mal. Erst war es Leverkusen, dann war es Wolfsburg, dann war es auf einmal Hoffenheim und dann ist es jetzt Leipzig. Mal sehen, wer es nächstes Jahr ist. Wahrscheinlich wie immer noch Leipzig, weil aus der zweiten Liga da, glaube ich, keine große Werksvereine oder sowas nach oben kommen werden. Also gehe ich mal nicht davon aus, wenn ich mir die Tabelle so anschaue. Naja, das wollte ich mal so gesagt haben. Also ich finde es trotzdem schade. Einfach, weil Hoffenheim wirklich dieses Jahr richtig gut arbeitet und richtig was auf den Platz bringt. Und die Bayern haben nichts Besseres zu tun, als da wieder Spieler wegzukaufen. Und das direkt doppelt. Also mit Süle, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mit Süle und Rudi. Süle, wisst ihr ja, den habe ich ja selbst hier für den HSV im Auge für die kommende Saison hier beim HSV. Der wird wohl echt mein Wunschtransfer werden. Ich werde da mal schauen, vielleicht wird es auch ein zweiter Innenverteidiger. Aber der dann eher als Backup und nicht als Nummer 1, weil mit Giroud und Kleber haben wir eigentlich zwei, die dann so die erste Garde bilden können. Da muss ich mal schauen, wie ich im neuen Jahr vielleicht die Außen anders besetze. Kostic, na klar, fällt lange aus, fehlt uns natürlich enorm hier in der Rückrunde. Aber nun gut, nächsten Jahr ist er dann wieder mit dabei. Ich glaube, im Sommer dürfte dann die Verletzung ausgeheilt sein, die er zu Beginn der Rückrunde, wenn ich recht entsinne, halt erlitten hat mit seinem Kreuzbandriss. Und dann im, ja, wird da schon wieder was leichter, aber halt auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, da haben wir, wie ihr gerade schon gesehen habt, eigentlich nur Jatta als möglichen Ersatz und das ist dann doch ein bisschen mau. Da müssen wir vielleicht auch mal schauen, ob wir da langsam mit dem Scouting mal beginnen, um im rechten Mittelfeld dementsprechend uns zu stärken. Alternativ überlege ich natürlich, wie wäre es mal mit einer anderen Aufstellung? Ich meine, diese Aufstellung, die wir hier spielen, die kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile von mir, wird selten online gespielt. Von euch schätze ich mal, diese Diamant-Aufstellung. Warum spiele ich die eigentlich? Alter, was ein Einwurf. Für mich ist diese Aufstellung einfach, da habe ich alles, was ich brauche.
Direkt am richtigen Platz. Ich habe die Außen besetzt, ich habe die Mitte defensiv abgesichert und ich habe vor allem zwei Stürmer und dann... Der ist drinne! 1-0 Augsburg! Was war das denn für ein Ei? Boah! Was für ein Eigentor? Oder war es sogar ein Eigentor? Ich bin mir gar nicht ganz sicher von Dietmeier. Was ein krummes Ei war das denn bitte? Ganz schlecht verteidigt. Es war kein Eigentor, aber Dominic Kohr erzielt hier das 1-0. Und das wäre natürlich ein herber Rückschlag für uns. Also nochmal zur Aufstellung zurückzukommen, ganz schnell, um das zu Ende zu führen. Ich habe halt im Rückraum einen Aktivposten und was für mich immer ganz wichtig ist, sind halt diese beiden Stürmer. Weil mit einem Stürmer habe ich immer Schwierigkeiten. Dass ich halt schlecht kombinieren kann in der Offensive. Das ist ja so teilweise schon schwierig. Ihr bekommt es ja teilweise hier mit. Ist das für mich echt knackig. Und vor allem im Konter habe ich dann immer gerne zwei Spieler, die da auf der gleichen Ebene halt agieren. So, 1-0 hinten zur Halbzeit. Da muss jetzt zur Halbzeit mal was passieren. Das geht so nicht weiter. Klar haben wir hier eine teilweise B-Mannschaft auf dem Platz. Lasogga werde ich jetzt auswechseln. Der ist schon relativ müde gelaufen. Und den Rest schauen wir da mal in der Halbzeit 2, ob wir da dann vielleicht wechseln müssen. Aber eins steht fest, wir müssen jetzt auf alle Fälle etwas auf die Kette bringen. Wenn wir zumindest noch einen Punkt holen wollen. Aber bisher offensiv bei uns so gut wie gar nichts. Okay, es fehlt natürlich einiges. Dadurch, dass wir jetzt relativ viele Spieler hatten in kurzer Zeit und whoop, Gott sei Dank noch den Ball geholt. Wäre beinahe schief gegangen. Boah, das sind Pässe, ey, das geht gar nicht. Mein lieber HSV, so werden wir niemals dieses Spiel hier noch auf die richtige Seite drehen können, für uns zumindest. Die Augsburger wären froh darüber, hier heute einen Dreier einzufahren, das ist natürlich klar. Weil sie halt so eine schlechte Phase hatten und dann die Abstiegszone erstmal in weite Ferne rücken ließen. Vor allem so am Ende der Saison ein beruhigendes Mittelchen, so ein Dreier. So, und da kommt die Flanke rein. Schade. Aber der HSV arbeitet jetzt nach vorne. Huiuiui. Stark um den Gegenspieler herum, aber... Die Augsburger stellen das da ziemlich dicht. Ach Gottchen, was ist das denn hier? Aber wieder nachgesetzt. Wieder Bahui. Aber Luca Waldschmidt, der heute nicht so richtig ins Spiel kommt. Seine Chance heute nicht so nutzen kann, wie zu der Zeit, wo ja die Offensive von uns relativ mau besetzt war. Da war er ja richtig aktiv. Jetzt wird es eng hier, richtig eng und aus der Drehung, der Schuss, das Tor, der Ausgleich, richtig stark, unter Bedrängnis, ich weiß gar nicht, wer es war, wer ist denn das? Ach, Holtby, mit dem Ausgleich hier in der 60. Spielminute, wichtiger Treffer zu diesem Augenblick. Natürlich schlecht verteidigt von Augsburg, aber Holtby macht das stark unter Druck und ja, der Torwart, ob der da auch richtig steht, ich weiß es nicht, aber den Weg hätte verkürzen müssen. Naja, nicht die beste Szene der Augsburger und vielleicht auch eine Antwort darauf, warum sie dort unten stehen derzeit. Jetzt müssen wir mal schauen. Also in den Parallelspielen, da fallen richtig viele Tore. Hoffenheim, Frankfurt 2-2, leck mir am Arsch. Da ist richtig was los, richtig Alarm. Schön durchgesteckt, aber es ist halt eng jetzt hier vorne. Kann da Bobby Wood was mit anrichten? Nein, kann er nicht. Ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber lag auch daran, dass unsere Mitspieler halt weniger mitgerückt sind. Jetzt gucken wir mal, ob wir wechseln können. Waldschmidt schon ziemlich kaputt gelaufen, aber den kann ich leider nicht auswechseln. So, ich würde sagen, wir bringen mal Ostrolek für Santos und für Joshua Kimmich bringen wir Torres ins Spiel. Unseren, ja... Jugendspieler. Wow, der war richtig stark gespielt von den Augsburgern. Und jetzt wird es eng da hinten. Nushami mit Platz. Aber stark von
Diekmeier, der da den Ball ins Aus befördert. Und nun kann bei uns gewechselt werden. Eher defensiv dieses Mal. Und jetzt heißt es halt viel, viel Ruhe auf den Platz bringen. Boah. Ich wollte schon sagen, der pfeift jetzt Elfmeter. Halleluja. Da gehen wir mal ganz kurz die Pumpe. Ich glaube, da hat auch nicht viel gefehlt zum Elfmeter. Ich würde die Szene gerne nochmal sehen eigentlich. Aber wird uns wahrscheinlich nicht mehr gezeigt. Weil ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob man da nicht hätte sogar Elfmeter pfeifen können. Weil unser Bein da weniger zum Ball ging, mehr zum Gegenspieler. Waldschmidt jetzt. Waldschmidt! Und er ist drin! Ich glaub's nicht! 2-1! Was ein Kracher! Luca Waldschmidt mit dem 1-2. Ich habe gar nicht gedacht, dass der reingeht. Das ist natürlich bitter für den FCA. Da geht er einfach mal vorbei und haut dann aufs Tor. Und dann ist er drinne. Luca Waldschmidt die ganze Zeit eigentlich gar nicht in der Partie. Mit Riesenschwierigkeiten. Und mit der letzten Kraft jetzt haut er das Ding rein. Ist ja mal geil. Damit führt der HSV hier in diesem Spiel. Und das ist natürlich bitter. Richtig bitter für den FCA. Dabei sah es ja so gut aus zur Halbzeit. Mit dem Tor vor der Halbzeit hatten da eigentlich den psychologischen Vorteil. Und am Ende ist jetzt erstmal hier der Rückstand. Und jetzt war es natürlich jetzt bitter. Das kann natürlich jetzt teuer werden, dieser Fehler. Aber Martenia, Hammer da hinten im Tor und der regelt das wie ein Spitzenkeeper. So, jetzt werden wir langsam mal hinten dicht machen, würde ich sagen, weil viel Power haben wir da nicht mehr auf dem Platz. Wir haben müde Spieler. Dazu die B-Mannschaft, die ja mittlerweile komplett auf dem Platz steht. Aber jetzt wird es eng hier. Wieder eine Szene, die beinahe richtig in die Binsen gegangen wäre. Aber Bahoui macht das. Und jetzt haben wir Zeit vielleicht für einen Konter. Hey, da kann man aber Gelb geben hier. Ah, scheint ohne Gelb davon zu kommen. Wechsel bei Augsburg. Chor geht. Worn kommt. Ah. Ja, komm, probieren wir es mal mit dem langen Ball von Torres. Und er kommt gar nicht mal so schlecht. 86 Minuten durch. Die Zeit läuft natürlich jetzt gegen Augsburg. Die müssen jetzt alles nach vorne werfen, was geht, um mir wenigstens diesen einen Punkt zu retten. Aber das ist der HSV in der Rückrunde. In der Hinrunde hätten wir vielleicht noch das Unentschieden nach Hause gefahren. Und dann war gut. Oder wäre gut. War das abseits? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es war abseits. Schade. Schauen wir nochmal drauf. Jetzt hätte der Pass schon kommen müssen. Aber da einen kleinen Tacken zu lang gewartet. Schade. Ja, in der Hinrunde hätten wir wahrscheinlich nur unentschieden gespielt hier. Weil wir einfach den Siegtreffer nicht mehr erzielt hätten. Dieses Mal hat es funktioniert. Und das mit unserem Ersatz. Ja, mit unserem Ersatz, weil wir haben ja wirklich beide Hauptstürmer sind jetzt auf der Bank oder Tribüne, weil ausgewechselt und gar nicht erst aufgelaufen mit Gray und Lasogga. Jetzt gibt es nochmal eine Ecke, der Keeper mit vorne. Das wird natürlich am Eis und wow! G mit der Riesenmöglichkeit, der wäre Martenia schätzungsweise nicht mehr rangekommen. Glück für den HSV. Wieder kommt der Ball rein. Und wieder. Wow. Wieder war es arschknapp. Lauf, 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 lauf. Komm, lauf, mein Junge. Luis Holpi. Immer noch Holpi. Schön gemacht. Die Entscheidung. Nein. Dafür war der Schuss zu schwach. Schade, Torres. Gut mitgelaufen. Aber das war's trotzdem. Der HSV schlägt den FCA mit 1-2 hier in Augsburg. Und damit dürfte das Ziel Champions League bzw. Europa League auf alle Fälle abgesichert sein für die Hamburger.
Heidewitzka. Was ein irres Spiel. Lange Zeit sah es nicht so aus und dann drehen die Partie hier noch. Ja, Subi, das ist doch mal eine super Nachricht. Die Frankfurter gewinnen das Spiel in Hoffenheim noch. Dortmund lässt Punkte gegen Köln. Darmstadt unterliegt Freiburg und die Berliner schlagen die Bremer mit 3:1. Hoppala. So, mal eben kurz hier das Training durchziehen. Alter, wer fehlt denn jetzt schon wieder hier? Mann, es geht mir auf die Eier, ey. Ständig fehlt irgendein Spieler, ey. Ja, Luca Waldschmidt, den haben wir noch gar nicht da drin. Wieso ist der nicht da drin? Na, ist ja auch egal. Schuss bitte mal eben hier. Kriegst Schussgenauigkeit. Nee, nicht Schussgenauigkeit, oder? Ach, scheißegal. Ist ja nur noch für ein paar Wochen. Danach geht's ja eh von vorne los. Unser guter Torres. So. Mal eben kurz weitermachen, damit der Spieltag durch ist. Momento. Dann haben wir da wieder ein paar Mails, Pressekonferenz, monatlicher Bericht zur Jugendmannschaft. Auch mal sehr interessant, wieder reinzuschauen. Schauen wir mal, ob wir da irgendeinen Spieler direkt rausschmeißen können. Wie ihn hier zum Beispiel, der kann direkt raus, den brauchen wir gar nicht mehr länger da drin haben, das ist Schwachsinn. Genauso wie ihn hier, der kann auch raus, der Spanier. Alles klar, ich glaube, den Rest können wir erstmal so lassen, wie es ist. Und dann schauen wir weiter. Und zwar Nachrichten von Spielern. Götz, ja, der ist natürlich verärgert. Und Ostrolek, ich bin nicht zufrieden. Ja, beide nicht zufrieden. Was soll ich machen, Leute? Ich kann nur 11 Spieler aufstellen. Und dann schauen wir mal auf die Tabelle nach diesem Spieltag. Und es sieht wie folgt aus. Es gibt nur noch 9 Punkte und es ist tatsächlich so, Europa ist erreicht. Wir haben 10 Punkte auf Borussia Dortmund Abstand und damit ist die Europa League sicher. Natürlich ist die Champions League noch nicht sicher, weil ihr seht selber, von Platz 3 bis runter auf Platz 6 nur 2 Punkte Unterschied. Wir haben zwar auch ein Spiel weniger, aber das heißt ja nicht, dass wir diese 3 Punkte holen, auch wenn es gegen den Letzten geht. Aber wo wir gerade beim Letzten sind, also, die Darmstädter könnten rein rechnerisch noch Platz 16 erreichen, da sie das eine Spiel weniger haben. Aber gehen wir jetzt davon mal aus, dass sie gegen uns verlieren und es sind nur noch 3 Spiele, können wir von Freiburg, die zwar rein rechnerisch noch die gleiche Punktzahl erreichen können, aber wenn ich das Dorfverhältnis so anschaue, wird das nichts mehr. Freiburg und Darmstadt werden wohl in unserer Season 2 nicht mehr Erstliga-Fußball bestreiten. Das dürfte wohl klar sein. Wir können mal eben ganz kurz noch schauen, bevor wir weitermachen. Wo ist denn das hier? Das wird wahrscheinlich hier sein. In die andere Ligen. Mal eben kurz gucken, was die zweite Liga so macht. Da dürfte ja auch so langsam aber sicher das ein oder andere Vereinchen etwas auf die Kette bringen. So, Deutschland, zweite Bundesliga. Das sieht ganz gut aus für Stuttgart, Nürnberg und Hannover. Wow, wer hätte das gedacht? Schade, ich hätte gerne eine Überraschung da oben drin gehabt bei uns in der ersten Liga. Naja, vielleicht wird es ja noch was, aber das sieht eher nicht danach aus. Dafür sind diese 3 einfach zu stark. Ja, nun gut, meine Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier an gleicher Stelle bei FIFA 17. Dann geht's gegen Mainz 05. Also, haut's rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Bussard.